Was man nicht im Kopf hat, hat man in den Beinen, heißt das, glaube ich. Daniel hat es in den Beinen. Hoffentlich. Und schafft es hier, sich am Chefkoch vorbeizuschleichen. Wie mache ich denn das besser links? Ich kann immer ein bisschen winken. An den, an den Eimern vorbei oder rechts? Er guckt immer, so halt alles ab. Er guckt nach rechts und wenn er nach links guckt, dann beeile ich mich. Der links hast du wenigstens noch so ein bisschen Deckung. Ja, bleib schön nach unten, bleib geduckt. Oder geht's weiter? Falsche Richtung? Ja, Glück gehabt. Jetzt. Und jetzt Gas geben. Ja, ich häng fest. Oh, jetzt guckt er da lang. Das noch. Hey, big guy. Yeah, you. What? Who are you? Stowaway? Wait, before you kick me off, can I ask you some questions about the war? Well, since you are chef of the boat, dann muss ich wieder das Rettungsboot. Some people would say this is about international fishing boats. Das ist super, die Treppe hochzukommen, ne? Das ist ganz toll. Ich will gar nicht das Steuerkreuz für die Steuerrad. Ja! Perfekt. Ja, dann nochmal. Fies. Ich weiß nur, dass er sauer auf uns ist. Das ist wie bei Life of Peace, der Koch auch mal. Ja, kann man sagen. I will find you! I will always find you! Bye bye. Ah, das war also das Prequel. Deswegen mag der uns nicht. Deswegen mag die uns. Alright, alright. So what about you, Mystery Man? Who are you? Well, someday I'll get an answer out of you. In the meantime. Would you care for a dance? Ich dachte, die zieht blank. Naja, wie bist du in der Meantime? Kein Film, da geht das mal ganz schnell. Warum paddelt ihr eigentlich vom Schiff weg? Ja, weiß ich doch nicht. So, jetzt zeig mal deine Tanzkünste. Oh, ich. Ja, nee, du. Ja, du kannst Klammerblues kann einleiten, ja. Na, schau mal. Ja. Ich kann gar nichts machen. Na, noch nicht. Aber wie romantisch. Sehr. Bist du ein guter Tänzer? Also so Tanz, nicht so alleine abhotten. Ich habe das mal gelernt, wie sich gehört im Tanzkurs. Ja, und da war ich jetzt gar nicht so schlecht. Da geht's, darum geht es ja nicht. Das kann doch kein Mensch mehr. Vor allem die Ladies können das oft gar nicht mehr. Ich glaube, die können das besser als ich. Ja, mag sein. Oh. So, das war die Rückblende. Jetzt ist er ganz alleine in seinem Fischtank. Schade, dass wir nicht den Tanz noch gemacht haben. Stimmt, ja. Das finde ich jetzt schade. Haben wir es übersprungen? Nee, ne? Nee. Gedrückt. Aber ich kann jetzt... Ach doch. Ah, siehste. Achso, du kannst jetzt hier Quatsch machen. Ja, ich kann kannst im Kreis schwimmen. Gratulation. Gas geben, aber mehr auch nicht. Haben sie auch ganz schön hier. Kann man sich voll beschäftigen den Tag über. Ja, ich kann aber auch nicht nach oben und unten und nix. Oh, siehst du, der ist ganz frustriert. Oh, da ist auch der Hammer. Das können wir. Ja. Uah. Oh, rein da. Da ist offen jetzt. Puh. Aber guck mal, wie determiniert der ausschaut. Ja. Er hat richtig was vor. Ja, haben wir aber auch. Boah, voll spannend. Oh, die sind cool. Ja. Ah, ein Anglerfisch. Wenn der jetzt den Hai frisst. Es gibt immer noch einen größeren Fisch. Ah ja. World of Kelp hier. Ja, weiß ich nicht. Was weißt du nicht? Ob mir das so gefällt jetzt. Was? Dass du nicht mitmachen kannst? Nein, das... Au! Dass wir halt jetzt hier so... Ups. Aua. So unterwegs sind. Au! Ja, ist doch mal was anderes. Vor allem ist es beherrschbar. Das sollte ja wenigstens auch können. Ja. Ich finde, für einen Oktopus kann er eh eine ganze Menge. Vielleicht hat er es auch verlernt inzwischen. Wie es eigentlich geht als Oktopus. Wieso sind die eigentlich so Stampfer? Ja, ist auf dem richtigen Weg hier. Ich rieche das. Oh Gott. Naja, so schnell sind die nicht, einfach durchhalten. Nicht hier schlecht. Ist auch ein Oktopus verloren gegangen, glaube ich. Der heute Mittag war auch ganz schön lecker. Ah, da ist er wieder. Wo kommt der denn jetzt her? Na,
Ah, siehst du, da waren von diesen Delfinen welche. Das sind... Können wir mal kurz über die technische Qualität von dem Spiel was sagen? Es ist, also, Indie-Titel hin oder her, aber ich glaube, da geht mehr inzwischen. Tja, mein Gott, aber... Ich meine, es passt schon, aber es ist schon ein bisschen sehr karg. Du bist wieder hier, aber es hat uns bloß den blöden Hammerhai abgeschüttelt. Ja, ja. Ah, da freut er sich. Kids, have you seen your father? It's almost closing time. Where could he be? Dino! I saw him go in a weird door. Another mystery. Well, we'll wait as long as we can. Guckt, mancher Stacy ist super. Ma'am? It's that weirdo! I have bad news about your husband. Don't trust him! Have we met? Wait, I've seen you. Are you an old friend of my husband's? What can you tell me about him? Everything! You must come with me to cafeteria! Come on, Stacy. What? Wait! Guck, ich weiß, warum ich die Stacy liebe. Das bessere Kind. Getting his game face on. Hast du auch ein game face eigentlich? Bei Full Metal Jacket. Zeig mir dein, was sagt so, dein Mördergesicht? Warface. Warface. Erwürgen Sie sich selbst. So, auf in die Cafeteria. Wie ist Ihr Name, Saftsack? Da machen wir hier auf. Ach, geht auch in die Richtung, sehr gut. Geht doch. Loslassen. Hallo. Oh Mann, viel zu viele Türen. Na, alles hier für. Da fällt bestimmt wieder der Griff ab, ne? Sag ich okay, dann wirst du wenigstens, dass es nicht die richtige Tür ist. Stopp, das probiert die hier? Doch auch aus. Ne, die richtigen Griffe sind, glaube ich, immer golden. Der war gerade silber. Aha. Dann. Sneak through the gift shop. Oh, schau mal, da ist wieder so ein blöder Biologe. Können wir hinter ihm vorbei? Something fishy is going on. Ups. Ah, ja. Wenn ins Gesicht tritt. Ja. Ach nee, oder? Ja, der Apfel war jetzt nicht so schwer. Na, sag das nicht. Ja, mach doch mal auf. Ja, deine Sachen waren im Weg. Er sieht aus, als hätte er irgendwie so Pyjama-Hosen an. Okay. Ich kletter jetzt gleich mal hier über den Tresen. Mach das. Oh. So, ich nehme mal die Hand nach unten, verstecke die so ein bisschen hier hinten. Mal ganz unauffällig runterbaumeln lassen. Schön mit kleinen Schritten da lang. Nachgesehen, schade. Was war das denn? Ich habe ihn aus Versehen getreten, weil ich hier unbedingt meine Pink Panther Musik machen musste. Aber es war wert für dich. Wert. Ja. Ich wollte es auch platz sagen. Ja, sehr schön. So. Ups. Okay. That screaming sea slug must be in here somewhere. Ups. Zum Glück hört er nicht so gut. So, jetzt aber. Zweiter Versuch. Nimm mal den Arm ein bisschen hoch. Besser? Ups. Und dann unten durch. Ja. Oh, voll der Limbo hier. Ui, ne? Ja. Ups. Das gar kein schlechtes Versteck. Kannst du jetzt... Ja. Das ist die Solid Snake-Nummer. Versuch's mal mitzunehmen. Wenn du vorsichtig bist. Ja. Nee. Kann ich's ja nicht. Ich sehe meine Beine festhalten. Nicht. Ach so, das ist wahrscheinlich, weil wir ach so, wir haben wieder getauscht. Ach, deswegen. Ich bin der Arm.
Ach, ich hätte es machen müssen. Kannst du nicht wieder anfassen und das auf mich drauf? Ich versuch's mal. Ja? So, jetzt? Klappe zu. Moment. Ich sehe es ja nicht. Ach, die blöde Kamera. Das musst du anfassen, wenn es doch grün. Ja, fast. Ja! Ja, nee. Ja. Ja! Ja? Ja! Okay. Das wäre jetzt natürlich super, get past the biologist. Wahrscheinlich ist es auch Sinn der Sache. Aber jetzt probier's doch mal, ob du dich dann sehen. Und selbst wenn nicht, wäre es irgendwie komisch, oder? Das ist doch. Du musst in den Ladies' Room. Ich versuche das so zu machen. Nee, der Recht, du musst in den Ladies' Room, das steht doch hier. Ich will aber so vorbei an den. Ja, du musst aber in den aber Ladies' Room. Ich habe kein Ticket, ne? Das geht nicht da. Nee, du musst halt durch den Ladies' Room. Ich will trotzdem mal gucken. Da kann ich die bestimmt nicht mit reinnehmen, die passt ja nicht durch die Tür, oder? Nee. You're hallucinating. There hasn't been an octopus, so... Schade. Scheiße, nicht mit denen damit vorbei konnte. Das ist jetzt hier noch der Luftschacht. Ja. Aha. Vielleicht ist ein Luftzug. Hui. Au. Au. Das ist so Sinn der Sache, oder? Hä? Ja, auch nicht schlecht. Durchgeglitscht. So, jetzt aber. Wow. Au, der Arme. Something coming from the break room. It's probably just Joe. Wie schauen die eigentlich alle aus? So. So. Jetzt muss ich einen Alarm anmachen, okay? Damit die keine Zeit haben, sich in der Cafeteria zu unterhalten. Da oben ist ein Rauchmelder. Müssen wir denn hier Rauch machen? Probier's mal hier. Dreh mal auf hier. Und jetzt ja. Die Banane auf den Herdplatte. Mach's mal alle an. Du kannst doch die Banane in das Waffeleisen tun. Oder in den Toaster. Kinder, nicht zu Hause die Banane in den Toaster. Mm, das ist bestimmt lecker. Naja, ich weiß nicht. Gerösteter Donut ist, glaube ich, auch ganz au, lecker. Au, ich wusste mich selber. Du brennst. Au! Ich habe meine Hand in den Waffeleisen gesteckt. Schnell raus! Wie mit dem Gurkenschäler. Oder müssen wir oben raus? Kannst du nicht die Tür aufmachen? Ich? Nee, da ist auch kein Griff dran. Okay. Da müssen wir doch oben raus. Stimmt, einen anderen Weg gibt's nicht. Okay. Nicht auf die Herdplatten treten. Warum nimmt der das Bein denn? Das hängt da unten. Okay, jetzt. Soll noch ein bisschen Proviant mitnehmen? Ja, rein mit dir. Der eine Arm hängt schon wieder fest, siehst du das? Ja. Wie auch guckt. Ja, der Arm hängt fest. Oh nee, oder? Doch, ich. Jetzt. Oh, puh. Lass los. Achso, jetzt hab ich wieder die Beine. Zum Glück hat er das akzeptiert, dass wir halt genug da drin waren. Puh, Au. So bin ich neulich auch aufgewacht in der Disco. Schon wieder. Nee, so ist eins oben, eins unten. Mach einfach, stopp. Was? Mach einfach die Tür auf. Was ist denn da? Komm hier nicht raus. Ja, mach halt mal auf. Ich kann nicht da. Dann müssen wir hier unten durch. Da kann man nichts anfassen. Wir müssen da über den Dings rüber. Vielleicht geht die Tür. Ah, jetzt. Die Tür geht schon irgendwie auf. Das ist eklig vor allem. Also wir müssen ja irgendwie rüberklettern. Nein, wir müssen nur die Tür auf. Nee, wir müssen hier mit dem fummeln. Geilen Sam Fisher Move. Achso, die Tür ist offen, okay. Ja, die geht schon. Ja. Ne, ich kann sie nicht anfassen. Was? Oh, jetzt ja? Aber, ja, oh. Ne. Oh. Meine Herren. Ja, guck, da wäre ich doch vorhin vorbeigekommen mit meinem Trick.
Ja. Sieht alles Cafeteria. Stimmt, oder? Oh. Hey, give Joe a break. He probably had to get home to his wife and kids. Was machst du denn da drin? Bist du irre? Ich dachte, ich kann da reinschleichen, hinter dem vorbei. Du musst gar nicht da rein, das ist nur der Break Room. Ach so. Dann war hier der Safe Punkt. Und wo ist die Cafeteria? In der nächsten Folge. Ah, hab ich mir doch gedacht. Was für ein Cliffhanger. Also, in der nächsten Folge ab in die Cafeteria, damit wir den Chef da mal davon abbringen, unserer Frau die ganze Wahrheit zu erzählen. Das ist ja schlecht für uns. Bis dann. Ciao.